wir da erstmal rein. Ich sag lieber nicht. In das Tut mir leid, dass ich hier einfach so reinplatze. Aber ich bin auf der Suche... Medizin. Pergament. Verbrannt. Was? Welches Pergament? Und was für eine Medizin? Ich verstehe nicht ganz. Der Alte scheint in einer Art Dämmerzustand zu sein. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er mich überhaupt hören kann. Offenbar braucht er irgendeine Medizin. Ich werde mich mal umschauen. Ich weiß schon, welche Medizin. Wodka. Der Alte braucht offensichtlich eine etwas speziellere Medizin. Wodka allein wird wohl ausnahmsweise nicht helfen. Da hinten ist der Dekobaum. Dann wahrscheinlich Ketchup und Wodka. Nee. Okay, wir müssen doch hier bestimmen. Er hat doch gerade irgendwas... Pergament verbrennen. Noch Pergamentschnipsel in der Asche. Wenn ich das Holz da jetzt reinstelle, werde ich die komplett zerstören. Dann nimm die Pergamentschnipsel. Raus, Alter. Mit der Schaufel. Die Feuerstelle ist bereits erkaltet. Die Pergamentschnipsel sind so stark durch das Feuer beschädigt, dass sie zerfallen werden, sobald ich sie berühre. Ich müsste sie irgendwie restaurieren. Mit Alkohol. Mit Ketchup. Mit Ketchup. Mit Schaufel. Mhm. Ah, ein Schere. Mit Schere. Ziemlich stumpf. Wahrscheinlich hat man ihr den Schneid abgekauft. Es ist wirklich furchtbar. Aber die Bommeln, kann ich die... Oh, Quaste. So ein Ding, was aus etwa 3 Milliarden Fäden besteht. Mhm, damit können wir die Pergamente freipinseln. Ja. Die sehen alle aus, als ob sie kurz vorm Auseinanderfallen wären. Ich werde mal ganz vorsichtig... Und schon habe ich den ersten Faden in der Hand. Ich lasse die Dinger mal lieber hängen. Nee, dann weiß ich nicht. Eine seltsame Kreatur mit offenem Mund. Scheint eine Art Nussknacker zu sein. Nein. Anscheinend will der Alte nicht, dass ich diese Statue mitnehme. Ich sollte sie besser hier lassen. Jetzt auf einmal hört sie. Holzlöffel. Ein einfacher hölzerner Kochlöffel. Den nehme ich. Sehe den nicht mal. Ach, da, okay. Okay, die Tasse vielleicht noch. Eine einfache Blechtasse. Da machen wir die Medizin drin. Mhm. Was wahrscheinlich einfach nur heißer Wodka ist. Da. Kannst du die Tasse schon mal auf den Feuerplatz stellen? Wahrscheinlich nicht. Aber mit Wodka kombinieren. Der Wodka ist nur für Erste-Hilfe-Maßnahmen. Was? Und deswegen macht sie das jetzt nicht? Ah. Ketchup? Warte kurz. Nee. Wir haben nur eine Schaufel. Aber wir haben... Aber wir müssen irgendwie das Pergament erst restaurieren. Ja. Aber wie? Hi Pia, wie geht's? Aber warte mal. Gitterrost. Das Wort Rost ist sehr passend. Kann man das nehmen? Vielleicht. Aha. Und jetzt? Ich frage mich auch, warum da zwei Sachen sind. Rost. Kann man nicht mit Rost und irgendwas anderem Sprengstoff herstellen? Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt irgendwie brauchen können, aber ist nur so eine Idee. Vielleicht. Mir geht's auch gut, dankeschön. Haha. Ach so, nee, stimmt. Pergamentlumpsen. Vielleicht ist draußen noch irgendwas. Hier drin sind wir fertig, oder? Nimm mal die Schaufel. Hast du wirklich mal die Schaufel benutzt? Allein komme ich hier nicht weiter. Und wenn er nicht bald seine Medizin bekommt. Väterchen, ich brauche deine Hilfe. Väterchen. Medizin. In dem Zustand werde ich kaum mit ihm sprechen können. Ich befürchte, dass er bald ins Koma fallen wird. Das Spiel ist irgendwie von 2008, aber ist geschrieben wie aus den 80ern teilweise. Ja. Ach, ja.
Medizin. So. Wasser? Wir könnten mit der Tasse vielleicht Wasser holen. Ja. Na, Da ist ein anfangen. Deckel in das Fass eingelassen. Den kriege ich nicht Oh. auf. Vielleicht mit der Schaufel einhauen. Löffel. Mit dem Löffel einhauen. Mit der Schere aufhebeln könnte, aber nö, weiß ich nicht. Nee. Und rechts geht's auch nicht mehr weiter, oder? Als Warte da, mal, wo was wir ist waren. da? Stöpsel. Ah. Der Stöpsel, der im Fass steckt. Wenn ich den Stöpsel da jetzt rausziehe, versickert der Inhalt aus dem Fass einfach im Boden. Hä? Dann stell die Tasse drunter oder so. Das geht nicht. Die Ah. Tränke ist leer. Offenbar. Ja, ich muss irgendwie Irgendeinen da. Schlauch oder irgendwas Ja. brauchen wir wieder. Wahrscheinlich. Was? Kannst du die Bretter und die Schnur kombinieren, damit du so ein Laufding machst? Nee. Nee. Okay. Es ist wieder Zeit. Harz? Spann. Baumrinde? Spalte mit Spaten mit Baum. Welcher Baum? Wo war denn Ist ein da irgendwo ein Baum? Baum? Ja, ich weiß auch nicht, wo der Baum ist. Da ist Ah, ein es geht Baum. rechts doch noch weiter. Wir müssen Der Baum echt ist uralt. die Grenzen immer der Map, Seltsam. Er immer muss das also die Gleiche. Katastrophe vor fast 100 Jahren unbeschadet überstanden haben. Nur die Rinde blättert ab. Aber das Ach, wird mir in 100 Jahren wohl auch so gehen. sind wir jetzt schon im Tunguska-Gebiet hier quasi? Wahrscheinlich. Wie habe ich jetzt. Ah, mit dem Spaten. Fällen kann ich den Baum damit bestimmt nicht. Ich beschränke mich lieber gleich auf die Rinde. Okay. Aber Okay. das ist jetzt unser. Unser Ein riesiges Stück Baumrinde. Spülrutschen, Ja. Butschen, Wasser, Dingens. Und mit dem Wachstums auch irgendwie. Vielleicht Tasse, Wie geht das? Baumharz. Warum auch immer. Ich nehme an, das Baumharz ist Medizin für den Alten. Wahrscheinlich. Aber was dann mit dem Pergament ist? Naja. Das finden wir dann raus. So. Tada! So, jetzt können wir den Stöpsel ziehen. Yay! Das arme Tier säuft ja, als ob es kurz vorm Verdursten gewesen wäre. So, und dann bringen wir es um. Die Schere ist so stumpf, dass ich die Haare höchstens rausreißen könnte. Und das dürfte dem Rentier gar nicht gefallen. Nimm erstmal Wasser in die Tasse vielleicht, Ja, mache ich. bevor der alles alleine trinkt. Okay. So. Na gut, ich gehe mal wieder rein. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich Eben die. das Pergament. Aber könnte man die Schere irgendwo schleifen? Da wollte ich gerade sagen, am Rost am ehesten noch, oder? Aber ansonsten keine Ahnung. Oder, warte mal, was lag da neben der komischen Baumskulptur noch? Nix. Nix, Ach ne? so. Dann nicht. Der Nussknacker. Es ist auch schon zu spät. Ich kann auch nicht mehr nachdenken. Ich gucke jetzt Was mal. haben wir denn vor dem Streichholz noch? Okay, na gut. Was?
Enzian. Wo kriegen wir denn Enzian her? Wir müssen uns einfach nur mehr auf den Karten. Wahrscheinlich kann man noch weiter nach rechts gehen, oder? Ja, kann man wirklich. Das gibt's ja nicht. Da ist noch ein Bildschirm, schau. Ach, oh Gott, oh Gott. Na gut. Einfach ab jetzt, das ist schon, ist es immer. Einfach nur weitergehen. Damit, guck, da steht der Enzian. Sibirischer Enzianlauch scheint die einzige Pflanze zu sein, die hier blüht. Und ein dampfendes Loch im Boden. Keine Ahnung, ob die unter Naturschutz steht. Aber die ist so schön, dass ich gern mal eine Ausnahme machen und sie heilen lassen würde. Vergiss es. Ich weiß, sie steht unter Naturschutz. Ich bin auch ganz vorsichtig. Quatsch. Quatsch. Da. Was machen wir jetzt damit? Weiß ich nicht. Aber Da wir steht noch haben was, noch ein eine Loch. Pflanze. Das Zeug stinkt bestialisch. Da scheint Schwefel rauszukommen. Schwefel. Da fasse ich nicht rein. Ich würde mir die Hand verbrennen. Hand verbrennen. Rost drüber stellen. Und darauf jetzt das Zeug. Ja. Und jetzt Oh, umrühren? vielleicht, nö. Okay. Vielleicht machen wir jetzt Der daraus gescheiterte Versuch, einen Restaurationspergament. Tomatenstrauch anzupflanzen. Für die Biologen, lateinisch Solanum lycopersicum, auch Liebes- oder Paradiesapfel genannt. Familie der Nachtschattengewächse. Was soll ich mit verdorrtem Kraut? Anzünden. Ein Ein spitzer spitzer Stein. Stein. Ein spitzer Stein. Okay. Damit zermörsern wir das Harz jetzt. Ah. Nicht gerade der optimale Schleifstein, aber stumpfer kann die Schere kaum noch werden. Wer sagt's denn? Geht doch. Okay. Alles klar. Schere geschliffen. Können wir jetzt Rentier häuten? Ja, genau. Ganz ruhig, Brauner. Okay. Die Haare halten nicht am Löffel. Okay. Ah, das mache ich aus den Rentierhaaren, aus dem irgendwie Quastenfaden und aus dem Löffel mache ich einen Wenn ich den Pinsel. Kochlöffel durch den Bindfaden. Ja, das klappt. Das ist bescheuert. Na dann. Ist das bescheuert? Na gut, und jetzt können wir die Ja. Pergamentstücke im Feuerplatz pinseln wahrscheinlich. Womit soll ich die einstreichen? Ach, fick dich doch. Entschuldigung. Okay. Dann Alles holen wir cool. erst das Harz, das hoffentlich mittlerweile schon zerschmolzen ist oder so. Kannst du die Tasse wieder mitnehmen? Ja, vielleicht. Aha, Tatsächlich. sieht anders aus, tatsächlich. Ah, und auch das kann ich wieder mitnehmen. Na Na gut. dann. Okay. So. Und Aber jetzt harzen irgendwie, wir man die kann doch mit. Pergamentstücke. Kannst du die, hast du die Schere noch? Nee. Ach so. Aber vielleicht muss ich die auch. Nee. Vielleicht kommt das noch. Jetzt schauen wir mal, was auf dem Pergament steht, vielleicht.
Ach, das ist gerade echt ein bisschen frustrierend. Ach, geht doch. Läuft. Wenn ich das Harz ganz vorsichtig über die Pergamentschnipsel streiche. Es hat geklappt. 5 Teile Quell des Lebens, 2 Teile Wurz der Tränen, ein Teil Blut der Nacht, 3 Teile Tropfen des Rausches. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was das Ganze bewirken soll, steht leider nicht dabei. Genauso wenig wie die einzelnen Bestandteile zu bekommen sind. Also Ketchup, Wodka, Blutwurz Ja. und noch irgendwas. Also, wir machen erstmal Feuer an. Und jetzt kommt erstmal Rost. Die Frage ist nur, worin macht man die? Ah ja, stimmt, wir haben die Tasse gar nicht mehr. Ja. Kannst du das in der Wodkaflasche machen? Da drin? Ne. Nee. Naja, gut, dann müssen wir wieder raus. Hier kann ich jetzt auch nichts mehr machen eigentlich. Nö. Vielleicht findet sich draußen noch irgendwas. Zumindest hat jetzt ein Feuer. Ein schönes Tier. Schauen wir noch mal ins Auto vielleicht. Oder hinter das Auto. Vielleicht ist ja links vom Auto noch irgendwas. Nee. Nee. Diesmal ist wirklich Schluss hier. Bevor ich hier nicht. Aha. Müll. Schade, dass die Zivilisation. Okay, hier ist nichts mehr offensichtlich. Was? Nee. Das Fass ist jetzt leer. Ah. Aber das ganze Fass brauche ich ja nicht. Ich kann es auch nicht nehmen. Kannst du das Fass mit der Schaufel zerhauen? Dann zerhau die Tomatenpflanze. Mysteriös. Müssen wir vielleicht doch noch mal im Guide schauen. Ach ja. Wahrscheinlich geht jetzt rechts von dem Bildschirm wieder weiter, einfach nur oder sowas in der Art. Quaste, Tasse, Gitter, Holz, Schere nehmen. Ja. Bla 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 bla. Pinsel mit flüssigem Harz benutzen. Pinsel mit flüssigem Harz benutzen. Pinsel mit Harz. Permanent. Rezept mit Ewenke benutzen. Ewenk. Ist Also es der bitte. krank alte Mann? Musst du Ah. dem das Pergament zeigen vielleicht? Ach Gott. Ja. Fiole? Ich hoffe, der gibt uns dann eine Fiole Oh. oder so. Ah, aber das ist eine gute Man Idee. könnte mal wieder. Ja, das stimmt. Wir haben heute noch gar nicht gespeichert. Hat das Spiel echt keine Autosave-Funktion? Es Ne. ist echt ganz schön. Hart. Ja. Nur Warnspiele. Ja, Vor genau, 10 Jahren. jetzt zerhau halt endlich irgendwas, schreibt das Dragon. Das. Mal schauen, wir machen den Mann zwar jetzt gesund, aber ich bin mir sicher, dass wir sein Leben noch ruinieren, bevor wir fahren. Ich denke auch, ja. Wahrscheinlich, wenn wir sein Rentier töten oder Ja. so. Ach Gott, jetzt müssen wir ihm einfach dieses dumme Rezept geben. Ey. Väterchen, wach auf. Ist das hier das Rezept für deine Medizin? Scheint tatsächlich das Rezept zu sein. Der Alte will wohl, dass ich es in der Fiole zubereite. Ich sollte mich mit der Herstellung der Medizin beeilen. Lange hält er nicht mehr durch. Ja. Die Pflanze wird da kaum rein. Dann wird die Fiole jetzt erstmal geknackt. Okay, und jetzt entsaften wir quasi erstmal das Zeugs da. So.
Das müsste die richtige Dosis sein. Ja, gesetzt den Fall, dass mit dem Wurz der Tränen diese Zwiebel gemeint war. Bestimmt. So, dann Wodka. Okay. Jetzt muss ich es wieder nehmen. Okay. Drei Teile Tropfen des Rausches. Und jetzt natürlich Ketchup, weil das das Blut der Welt Ketchup oder so. Besteht aus Tomaten. Tomaten sind Nachtschattengewächse. Könnte also durchaus hinkommen mit dem Blut der Nacht. Ich probier's mal. Absolut. Absolut. Logisch. Richtig. Aber da fehlt noch was, ne? Fünf Teile Quell des Lebens. Ah. Was das Ganze Aber wo krieg ich jetzt Wasser her? Wahrscheinlich noch bei der Kuh. Bei der Rentierkuh. Genau. Schön aus ihrem Speichelwasser raus. Fünf Teile vom Quell des Lebens. Habe ich. Oh, das muss alles sein, oder? Fünf Teile Quell des Lebens. Zwei Teile Wurz der Tränen. Was das Ganze Haben wir. Kurz cool. Bevor der Wind irgendwas tut. Stimmt, kurz bevor der Wind irgendwas macht. Ja, dann beeilen wir uns, bevor der Wind kommt. Aber das muss man doch jetzt bestimmt noch hier etwas sagen. Hoffentlich fliegt mir das Gebräu nicht um die Ohren. Ich habe zwar keine Ahnung, wann das Zeug wirklich fertig ist, aber bevor es mir verdunstet... Verdunsten? Das ist es! Einzunehmen kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Dann müsste die Medizin ja jetzt fertig sein. Obviously. Oder nimm sie schnell! Schnell! Ich traue dem Spiel überhaupt nicht mehr. Okay, gut. So, das sind alle. Hallo, King of Felix. Wie geht's? Oder hell. X. Glaube ich. Ein paar Minuten später. Danke. Gern geschehen. Was ist passiert? Eine kleine Meinungsverschiedenheit mit den Wachen. Wachen? Von der Forschungsstation? Hi, Abraxe. Hi. Ich habe... nicht so wichtig. Nicht so wichtig? Du wärst fast gestorben. Aber ich lebe. Und du bist nicht nur hier, um mir zu helfen, oder? Du hast Fragen. Ja, woher weißt du? Deine Augen verraten dich. Die Augen verraten jeden. Und deine Augen, ich kenne deine Augen. Vor langer Zeit waren sie schon einmal hier. Ich? Nein, mit Sicherheit nicht. Doch, aber sie hatten nicht den Körper einer jungen Frau. Du bist die Tochter von, wie hieß er doch gleich? Wladimir Kalenko? Du kennst meinen Vater? Ja, Wladimir war. Du hast ihm den Namen gerade verraten. Das ist keine gute investigative Gesprächsdingens. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du meinen Vater kanntest, dann kannst du mir auch sagen, was damals hier passiert ist. Ich bin nur ein Hirte. Ich war immer Hirte. Und ich werde es bis zu meinem Ende bleiben. Aber. Ich weiß, wo. Und das ist nun gekommen. Und du solltest es auch wissen. Höre auf die Worte eines einfachen Mannes. Mein Sohn hat nicht auf mich gehört. Was meinst du? Du willst wissen, was hier vor fast 50 Jahren passiert ist. Nö. Und was heute hier passiert. Mein Sohn war auch neugierig. Er wollte nicht auf mich hören. Er fand ein seltsames Metallstück im Wald. Und er stellte Fragen. Die falschen Fragen an die falschen Leute. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Jetzt wird's mysteriös. Es gibt Dinge, für die sind wir nicht bestimmt. Wenn wir das nicht verstehen... Väterchen, deine Worte mögen weise sein, aber mein Vater ist in Gefahr. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, deine Augen verraten es. Du bist wirklich genau wie dein Vater. Auch ihn hatte ich gewarnt. Auch er wollte nicht auf mich hören. Er hat das verfluchte Reich der Akti betreten. Jener Donnervögel, die seit dem Jahr der großen Katastrophe jedes Wesen mit endlosem Siechtum strafen. Dein Vater hat meiner Warnung keine Beachtung geschenkt und sein Begleiter musste teuer dafür bezahlen. Ich weiß, dass ich dich nicht aufhalten kann. Und du sollst erfahren, wo dein Vater damals sein Lager aufgeschlagen hat. Folge dem nördlichen Pfad bis in die Sümpfe. Dann wirst du finden, wonach du suchst. Aber denk immer an meine Worte. Sei vorsichtig bei allem, was du tust. Hier passieren Dinge,
die sich keiner vorzustellen vermag. Dum, dum, dum. Der Evenke hatte recht. Die Stimmung hier ist wirklich seltsam. So unwirklich. Auch wenn vielleicht eine gute Portion Aberglaube mit im Spiel sein mag, ich fühle mich hier nicht wohl. Und dann diese Geschichte mit den Donnervögeln und dem endlosen Siechtum. Reiß dich zusammen, Nina. Du bist einfach nur übermüdet. Es gibt keine Donnervögel. Und jedes noch so mysteriöse Phänomen lässt sich ganz rational erklären. Hoffentlich. Donnervögel. Das müsste der Ort sein, von dem der Alte gesprochen hat. Von hier aus hat mein Vater also seine Expeditionen gestartet. Vielleicht finde ich hier ja eine Erklärung, wie die Ereignisse der Vergangenheit mit der Entführung meines Vaters zusammenhängen. Ich muss mal ganz kurz an den Sebi übergeben. Muss mal weiterspielen. Ich brauche Schmerzen. Okay, warte mal ganz kurz. Machen wir nämlich schnell 5 Minuten Pause, finde ich eh gut. Ich wollte mir eh was zu trinken holen. Geht gleich wieder weiter. So, weiter geht's. Hallöchen. Ich übernehme jetzt mal das Ruder. Die Merlin hat vor lauter Kopfnüssen Kopfschmerzen bekommen. Ganz schlimm. Jetzt muss ich erstmal in die Steuerung reinkommen. Ich habe das noch nie gespielt bis jetzt. Wie geht überhaupt irgendwas? Ah ja, okay. Schauen wir uns mal das da an. Der Sumpf. X. Ich sollte besser aufpassen, wo ich hintrete. Ein falscher Schritt könnte mein letzter sein. Könnte der letzte sein. Es wird spannend. Fallout 2 ist immer, finde ich, eine Überlegung wert. Wenn du das noch nicht gespielt hast, dann mach das. Ist ein totaler Klassiker. Also da kann man nichts falsch machen mit Fallout 2. Warte mal kurz. Ich schaue auch gerade Desert Railgun. Aber war das vielleicht schon beim letzten Stream oder war das... Ah hier, Fallen Crusader war das vorher, genau. Ich glaube, der ist schon weg. Aber ich habe mich quasi für dich auch mit bedankt.